Die Der Lehrer-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Jessica Gindel, 38, verlässt nach fast 7 Jahren die erfolgreiche Schulserie auf RTL. Seit dem Sendungsstart 2013 stand die Schauspielerin und Partnerin von Daniel Felo, 43, als die liebenswerte Lehrerin und stellvertretende Rektorin Karin Noske vor der Kamera. Doch damit soll nach der gerade laufenden 7. Staffel Schluss sein. Jessica wird die Kreide für immer aus der Hand legen. Ihren Serienausstieg gab die 38-Jährige selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ich liebe die Rolle der Karin Noske sehr und blicke dankbar zurück. Sie hat mich 7 Jahre begleitet, meine 2 Kinder sind in dieser Zeit zur Welt gekommen. 6 Monate Abwesenheit von zu Hause, gedreht wird in Köln und unser Lebensmittelpunkt ist in Berlin, sind nicht immer leicht, stellte Jessica in ihrem Statement klar. Die Entscheidung treffe sie nicht gegen den Lehrer, sondern für ihre Familie, denn ihr Partner und ihre 2 Kinder sollen nun erstmal im Fokus stehen. Doch ganz auf die Schauspielerei will die Berlinerin auch nicht verzichten. Ich möchte in Zukunft gerne andere Projekte annehmen, die mich nicht so lange woanders binden. Auch wenn die Nachricht für viele Fans ein Schock ist, können sie die Gründe des TV-Stars verstehen. Einfach nur traurig und sprachlos, aber diese Entscheidung ist nachvollziehbar. Der Lehrer, ohne Karin geht für mich irgendwann nicht, war eine von vielen ähnlichen Kommentaren. Jessicas letzte Folge wird voraussichtlich am 7. März ausgestrahlt, eine 8. Staffel wird dann ohne sie produziert werden.